Das Maschinenhaus, Kapitel 10. Nein, kein neues Intro. Ist schon etwas älter. Aber ich hab's kaum gespielt. Das ist das sogenannte Fringe-Intro gewesen. Oder das war das Fringe-Intro. Fringe, eine Fernsehserie, die sehr, sehr geil ist. Leider Gottes auch schon nicht mehr. Wird auch schon nicht mehr weiter produziert. So, wir sind jetzt hier oben. Ich weiß nicht, irgendwie hört sich das gerade so ein bisschen nach Echo an, die ganze Geschichte hier. Warte mal. Alles klar. Das ist ja das, was wir mal probieren wollten, ne? Hast mal kurz gestunken, ne? Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wo müssen wir denn hin? Fünf. Wäre dieser Ort anders, wenn ich die Welt nicht verlassen hätte? Weiß ich nicht, ob die Welt anders gewesen wäre, mein Schatz. Das Peak. Herzog Abele spielt wichtige Rolle bei Staatsstreich. Das aus Kanaka stammende Herzog. Der aus Kanaka stammende Herzog Luca Abele hat laut Berichten eine wichtige Rolle bei den kürzlich zugefügten Staatsstreich zur Entmachtung des unbeliebten Emily Colvin gespielt. Sag mal, höre ich mich doppelt und dreifach? Ich höre mich irgendwie stereo. Erreiche das Maschinenhaus. Optional finde den Code für das Wagentor. Oh. Anwesen. Und irgendwo muss hier der Code sein. Was ist das? Ach so. Blätter einer Monstera. Grundlagen der Mechanischen. Das ist eine Abkürzung für die Roboter. Kann man den hier in der auslösen? Möchte ich den nicht? Ich möchte ihn deaktivieren, wenn dann den schon. Ah. Das kostet so viel Geld. Hallo, meine Schatzis. Na? Oi, was haben wir denn hier? Da hinten was? Da hinten? Nichts Besonderes. Oh, noch jemand. Eieieiei. Nicht sein.
Er ist doch schon tot. Beenden wir es. Bastard. Was war das? Hier bleiben. Radikal. Radikal geht das so. Belohnung teilen, Leutnant Rakkos. Inzwischen hatten sie Zeit zum Nachdenken. Ich bin auf einem guten Posten und habe die gleiche Abmachung mit noch 4 anderen Wachen in Kanaka. Vertrauenswürdigen Leuten an wichtigen Eingangspunkten. Mein Angebot steht, wenn unsere Prominenz aus Dunwall auftaucht, allein oder in Begleitung, und sie sind bei der Ergreifung dabei, dann vertuschen sie die Sache mit allen Mitteln. Bringen Sie die Leiche zu mir und wir kommen alle zusammen. Wir 6 werden dann die Gefangenennamen auf unsere Kappe nehmen und die Belohnung des Herzogs teilen. Geld und vielleicht einen Posten im Großpalast. Bleiben Sie bei uns, Leutnant. Das erhöht die Chancen. Aber erzählen Sie niemandem davon. Ja, ja, ja. Und was ist hier los? Verdammt! Wo? Blin ist zwecklos! Ja, ja. Ah! Was? Brauchen Hilfe! Nö. Gute. Das war schnell. Ui. Gattilis, auf geht's. Lasst's euch schmecken. Komm, ich hab noch ein bisschen. Hep. Genau. Hier ist ein Knochenartefakt in der Nähe. 32 Meter, ja. Aber das ist viel zu weit weg. Eine Tesla-Spule. Hier versuchen sie irgendwas zu bauen. Was? Oh, laber nicht. Das ist jetzt echt unangebracht, mein Lieber. Das ist echt unangebracht. Solch ein Schmuh hier jetzt zu erzählen. Wenn wir hier auf eine Art und Weise unterwegs sind. Beliebte Ärztin ermordet. Gerade ist die Nachricht eingetroffen, dass unsere geliebte Alexandra Heifetag brutal ermordet wurde. Der Großpalast gab dazu folgende Erklärung ab. Dr. Alexandra Hypatia, Leiterin und leitende Alchemistin des Altmaier Instituts, wurde vom Kronmeuchler ermordet. Sie war es selbst, aber egal. Naja. Bitte. Ach nee. Das sah nur so aus. Knochenartefakt. Na wenigstens, das haben wir gefunden. Was das ist oder brauchen wir das überhaupt? Ach, das ist der Durchgang hier, genau. Wir machen aber erstmal das Ölfass weg. Haha, und schon ist der Durchgang offen. Siegste, so geht das auch. Verhörprotokoll. Hauptmann Colero, Ihr Name?
Gestehen Sie ein Flugblatt namens Schafft die Mechanischen von unseren Straßen verfasst und gedruckt und verteilt zu haben. Jep, wir sollten das lesen. Wie lange noch, bis die gerade aus den mechanischen Soldaten besteht? Gleichgültig gegenüber menschlichem Leid, blind vor Liebe und sonstigem. Etwa vom Rasseln einer Fabrikmaschine, sonst helft ihr womöglich sofort auf die neueste Schöpfung. Ah ja. Sehr nice. Hat man doch schon direkt keinen Bock mehr. Gute! Tätowier? Ach, das ist... Das sieht eher aus wie ein Zahnarztstuhl, aber das ist... Das ist ein Tätowierstuhl. Wenn ihr Zähne tätowiert? Hä? Sehr mysteriös. Oh, die Mäuschen da unten sind. Die freuen sich immer noch. So, wir haben hier... Ach nee, warte. Personal only. Ja, ja. Ja, Rufi, zu früh. Ich hatte Bock. Ich hab schon Mittagessen schon gemacht um 12:30 Uhr. Und ja, heute spielen wir bis 15:30 Uhr ungefähr. Arbeit ist erledigt. Kundschaft kommt erst um 4 Uhr. Na, was wollen wir mehr? Ah. Old Lapro Roadway. Das ist gut. Polarisieren. Polarisierte Legierung. Mhm. Was macht der da? Neuer Türcode. Haha! 422. Prägen Sie sich diese Nachricht ein. Vernichten Sie sie danach. Der Code ist nicht aufzuschreiben und die Nachricht zu vernichten. Soll ich unfair sein? Okay, ich bin nicht unfair. Da fällt mir ein, diesen Freitag gibt es gar keinen Ramtamtam, Ramtamtam. Den Ramtamtam legen wir auf Donnerstag. Ich bin Freitag nicht da. Findet sich Freitag in Thermalbad wieder. Das ganze Freitag. Mein, von morgens um 9, 4 Stunden lang ausruhen, entspannen, leck mich allermarsch. Hab ich das gesagt? Ja, tatsächlich. Verdammt. Wie, warte, jetzt geht's da nicht weiter. Geht das auch andersrum? Oh nein, geht's nicht andersrum. Haha, Merde wurde gerettet. Automoderation für Merde. Alles klar. Ja, und jetzt sollen wir fahren, oder was? Haben wir hier einen Speicherpunkt? Ich speichere mal. Können wir hier jetzt weiterfahren? Wird das was? Ah. Aha. Das bringt bestimmt gleich was. Wir gehen aber erstmal da hinten durch. Das ist mir gerade ein bisschen neugierig. Hallo Mäuschen.
Wir müssen nämlich eigentlich in dieses Anwesen. Hallo? Ist da wer? Ja, hier. Muss ich dich jetzt suchen? Wer pfeift hier? Moment. Schönen guten Tag, ja? Knusper, Knusper, Knaser, wir knäckern da mit dem Wasser. Springminen. Kann man die eigentlich langsam verwenden? Oh ja, können wir verwenden. Jede Menge mal da davon. Hier. Ein Boiler mitten am... Nee. Rune oder Knochen? Viele hättest du verschonen können. Warum hast du es nicht? Weil ich Donzi bin, ich verschone nicht. Snick! Tür ist blockiert. Silberhundestatue. Snick. Was ist das? Da schwebt was. Egal. Oh, was habe ich da gerade gesehen? Nein. Oh, nein. Ein Spiegelbild. Maulbeermet. Mhm. Na komm schon. Historiker Douglas Harrigs, die Herzogin in Grün. Nettes Buch, kann irgendwann mal. Wollen wir nochmal reingucken? Viel ist über
über Theodanes Abele und seine Söhne geschrieben worden, aber auf ihre eigenen stillen Art hat Herzogin Carlas Abele einen unvergesslichen Beitrag zur Serkornus geleistet. Und wer das lesen möchte, muss jetzt Pause drücken. Schlafen mit so einem Ding über einen. Knochenartefakt 28 Meter. Mal gucken, ob wir da. Nein, kommen wir natürlich nicht hin. Doch, wir probieren das aus. Wo ist denn dieses Knochenartefakt? Da drüben! Ach komm, Leute, das ist doch jetzt. Ich hab keine mehr. Das ist natürlich mehrere. Das ist natürlich doof. Das ist die andere Seite. Okay. Nee, da wollen wir bestimmt nicht rein. Dude. Also, es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Obwohl. Eine Herausforderung. Natürlich hätten wir auch fahren können, aber... Viel zu einfach. Wir bemächtigen uns unserer Kräfte. Und treten jetzt nicht hier drauf, sonst macht sie das... Oh, ist da was Rotes da hinten? Das ist nur eine Lampe. Ach. Nun gut. Wollen wir in das Anwesen gehen? Ich kenne Leute wie Jindosh. Gestörte Kinder, die Katzen aufschneiden, um mal reinzusehen. Ja. Kenn ich auch jemanden. Schnipp, was ist denn da drin? Lass mich mal gucken. Betritt das Maschinenhaus. Anton Solokov wird im Anwesen von Kiryondisch festgehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolov und eliminiere Jindosh, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Jindosh, es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen und vielleicht finde ich Sokolov. Bist du dir da so sicher? Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie.
Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Mhm. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder heraus. Sasa. Entweder geht das Dach runter. Oder der ganze Raum verschwindet. Was bist du denn? Pferd. Oh. Ich war das nicht. Niemals war das. Entschuldigung. Was muss das auch hier so rumstehen? Nimm dies. Ja, ich nehme ja schon den Positionierungshebel. Was? Wer würde so etwas bauen? Und warum? Ah, jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden überwindet. Ich bin Kirin Jindosh, aber das wissen Sie sicherlich. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett und die rasiermesserscharfen Klingen. Wahlbildtanks in Miniaturgröße sind überall am Körper verteilt und werden von Platten aus Emberholz geschützt. Visuelle Erkennung vorne und hinten. Akustische Sensoren für den Fall einer schweren Beschädigung des Kopfes. Meine größte Erfindung. Machen Sie weiter, Fremder. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. What? Wo kommst du denn rein? Ist klar. Hinweis. Hallo, Fremder. Nerv nicht. Musst du erst mal gucken, was du hier alles gebaut hast. Ah. Ich hätte erwartet, dass sie sich inzwischen zeigen. Nerv nicht. Ich hasse das. Ich bin ja nicht so ein Rülpel und gehe einfach rein, sondern... Schönen guten Tag, kann ich auch Ideen laufen? Au! Was soll das? Hau! Das letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Werk der Ingenieurskunst. Game over, gescheitert. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Jindosh, es wird Zeit für Ihre Taten ja, zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolov. Komm, Spiel ab. So, haben wir das jetzt hier alles durch? Ja, haben wir. Oh, hier war noch was.
War hier noch was? Was? Auf einer Kirijindos abgehaltenen Auktion versteigerte der Großerfinder zwei seiner neuesten Apparate. Fabelhafte mechanische Soldaten, die man noch nie gesehen hat. So ein Bullshit. So, wo ist der Hebel? Wer würde so etwas bauen? Und warum? Weil er Spaß daran hat. Ah, jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Das ist schon faszinierend, wie er das gebaut hat. Ich will wissen, kann man da nochmal drauf rumdrücken? Nee. Nein. Ich bin Kirin Jindosh. Der hat da eine 1 drauf. Die 1 leuchtet. Das heißt also, wenn wir ihn besiegen, können wir die 1 mitnehmen. Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Wenn ich den jetzt wieder. Wenn ich jetzt wieder nach hinten gehe, fängt er wieder an. Na, ich hab Schiss. Na, sie messerscharfen Klingen, ja, ich weiß. Komm ich da hoch? Nein. Meine größte Erfindung. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Tun wir das? Schreibmaschine benutzen. Hallo, Fremder. Stopf doch einmal dem Sinn. Die Maschine läuft gerade langsam. Hat er da Handtransplantationen gemacht oder was? Endlich. Kommen Sie näher. Nein. Muss erst noch darüber. Toll, ne? Justiere Linsen. Erfolgreiche Ortung. Ne? Ich hätte erwartet, dass Sie sich inzwischen zeigen. Nein. Sieht aus wie so eine Radkappe vom Käfer. Okay, dann gehen wir jetzt doch mal rein, oder? Seien Sie nicht unhöflich. Zeigen Sie sich. Ich bin nicht unhöflich, ich habe keinen Bock auf dich. Na gut. Private. Alles klar. Jetzt fange ich an zu verstehen. Was verstehst du? Da sind sie ja. Faszinierend. Jo. Bin ich auch. Ich lade Sie ein, mich persönlich zu treffen. Kommen Sie zur Glastür, hier in der oberen Halle. Ich trau dir nicht. Stellt eine Unklarheit fest. Hinweis: Wiedergabe nach dem letzten Praxistest entfernen. Was würde passieren, wenn wir jetzt hinten dran fallen? Oh fuck, falsche Ecke. Huch, Tag. Nein, ich gehe weiter. Aua. Auf alle Fälle, da kann man durch. Ja, es ist ein Alternativweg. Mhm. Gut, okay. Allgemeiner Ordnungsmodus. Teilweise ist dieses Haus Luxus und Spektakel, würde ich sagen. Alter.
Aber es ist noch mehr. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Treppe weg. Durchgang fort. Jindos Anwesen benutzen. Ach komm, Atrium, Gästebereich, Privat, Vorführraum, Labor, Aufzug 1 und Aufzug 2. Wo befinden wir uns? Haha, ich glaube in 1, im Atrium. Weil da hinten links geht es dann Richtung Privat. Und Richtung 2 ist der Gästebereich. Aber um auf 2 zu kommen, müssen wir erstmal geradeaus gehen auf 5. Denke ich. Wissen wir aber nicht. Eine Vereinfachung. Hä? Versprochen. Eine Vereinfachung. Hallo. Du bist Nummer 3. Du bist Nummer 2. Nummer 5 lebt. Der kommt also auch noch. Ach, du ahnst es nicht. Darf ich jetzt da hinten rein? Nee, immer noch nicht. Aber ich soll hier vorne raus. Jetzt, wo ich sie sehe, weiß ich, wer sie sind. Kein gezahlter Mörder. Dafür sind sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Hm, schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben sie auf der Straße gelernt. Zudem hat meines Wissens nach nur ein Mann je diese Maske getragen. Willkommen, kaiserlicher Schutzherr. Ach, das weiß er. Sie sich selbst sehr zu gefallen. Und warum bin ich hier? Meine Beziehungen zum Herzog haben sie wohl zu mir geführt. Oder sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist Ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bis gleich, Jindosh. Bis dahin. Eliminiere Kindosch, töte Kindosch oder finde eine andere Möglichkeit, Kindosch zu eliminieren. Was? Von der anderen Seite verschlossen. Au! Was machst du doch alle? Wo muss ich denn hin? Au! Das ist fies. Das ist fies. Dann bis gleich, Jinder. Mach die Tür auf! An der anderen Seite verschlossen. Okay, hier komme ich auch nicht durch. Hier macht er. Ha. Das britzelt schon. Achso, da. Hep. Nee, tust du nicht. Boah, was ein Schwein. Die sind immer noch da.